Herzlich willkommen hier im Offenbach-Saal. Herzlich willkommen zu diesem Bildungskongress 2020, den der Verband Bildungsmedien e.V., die Medienberatung NRW, gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen heute hier für Sie ausrichten. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Sie alle beschlossen haben, mit uns fast ein halbes Wochenende hier zu verbringen. Und deswegen danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihr zahlreiches Erscheinen und für Ihr Interesse an dem heutigen Thema Lernmedien in der digitalen Welt. Mein Name ist Lydia Dimitrov. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr eingeladen wurde, diesen Auftakt zu diesem Kongress begleiten zu dürfen. Und ich muss Ihnen gleich gestehen, dass ich mich ein wenig ertappt gefühlt habe, als ich mich auf diese Veranstaltung vorbereitet habe. Ich habe mir nämlich auf YouTube den Vortrag von Axel Krommer angesehen, den er 2018 als Einstieg in diesen Kongress gehalten hat. Und da legt er recht eindrücklich dar, dass wir uns mitten auf dem Weg zu einem Paradigmenwechsel befinden. Und zwar vom Gutenberg-Paradigma hin zum Turing-Paradigma, also wie Axel Krommer es auch nennt, zum Paradigma der Digitalität. Und Sie kennen vielleicht auch diesen Begriff Gutenberg-Galaxis, der ist einem Text von Marshall McLuhan entnommen und bezeichnet eine Welt, in der das Buch als Leitmedium prägend ist. Und genau da dachte ich, ups, aber das ist doch meine Welt. Ich habe als Kind mit der Taschenlampe unter der Bettdecke länger gelesen, als ich aufbleiben durfte. Ich habe ein paar Jahre später Literaturwissenschaft studiert und inzwischen bin ich, wenn ich nicht als Moderatorin Veranstaltungen zum Thema Bildung begleite, Autorin und Literaturübersetzerin. Also, hallo Buch. Aber natürlich schreibe auch ich nicht auf der Schreibmaschine und natürlich habe auch ich ein Smartphone und natürlich prägen digitale Medien ganz maßgeblich meine Arbeit und meinen Alltag. Und genau da zeichnet sich etwas ab, glaube ich, was für die allermeisten hier im Saal, wenn nicht für alle, wahrscheinlich auch gilt. Wir sind keine Digital Natives, aber wir erleben den digitalen Wandel. Und dieser digitale Wandel will gestaltet werden. Wir müssen uns zu den digitalen Medien verhalten, weil sie uns tagtäglich umgeben. Und welches Potenzial darin vielleicht steckt, welche Kraft und welche Innovation aus diesem vielleicht fragil wirkenden Weg erwachsen können, das sind Fragen, zu denen uns Dr. Markus Reimer erste Impulse in seinem Eröffnungsvortrag heute geben will. Dr. Markus Reimer ist Diplompädagoge, er ist Innovationsphilosoph, er ist Unternehmer, Unternehmensberater und Keynote-Speaker. Und er hat uns heute einen Vortrag mitgebracht mit dem Thema Fragil, wie wir wissend, weise handeln. Dr. Markus Reimer.